Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Satisfactory. Und wie immer erstmal ein Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel, damit helfen mir und den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, wir sind immer noch im Livestream mit Yukai. Was für ein Wunder. Ich habe beim letzten Mal eine grüne Schnecke entdeckt, die wird hier noch gescannt, erforschen, was weiß ich was. Ich entmute jetzt mal Yukai, mal gucken, was wir heute treiben. Müssen wir einfach mal schauen. So, wir sind wieder hier. WBE-Trollo. So, Kettensäge. Kettensäge wäre immer noch der Shit. Dann bau dir eine. Ja, werde ich wahrscheinlich jetzt auch demnächst machen. Ich mache die Arbeit und du hast das Vergnügen. So schaut's aus. Das ist eine Arbeitsteilung, ne? Passt, oder? Ich kümmere mich jetzt mal um Steine. Ich will mehr Steine produzieren. Milestone aufwerten. Milestone auswählen. Den haben wir doch schon, oder? Ne, ist nichts aus. Die Kettensäge meine ich. Ja, die Kettensäge haben wir schon. Mhm. Für was ist nicht? Also ich würde sagen, das nächste ist der Space Lift wirklich. Der ist super cool. Was bringt der uns denn? Forschungen für die nächsten Tiers, also dass wir die richtig geilen Sachen forschen können. Okay. Ja gut, dann Aufzug. Weltraumlift, wo bist du? Spezial, Weltraumlift. Bei Q, genau. So. Die Platten haben wir schon, glaube ich. Das Problem ist hauptsächlich Beton, würde ich schätzen. Okay, also Draht bin ich mir auch fast sicher, haben wir schon. Das ziehe ich mal unten aus der... Der Haus in diese Truhe am besten rein, die wo direkt bei dem Lager ist. So habe ich es momentan auch gemacht. Wieso? Ich kann das doch direkt da... Ach so, jetzt halt. Das ist ja keine Forschung. Ja, ich verstehe. Yep. Falsche Kiste. Ach, hast du welche hier... Hast du Draht rausgenommen gerade? Ein bisschen, glaube ich, ja. Aber so viel Draht habe also ich nicht. Also 500. Echt so viel? Ich gehe schwer davon aus. Weil da ist nur noch 520 drin und ein 500er Stack. Achso, ja, dann ja, könnte sein, dass es noch in der Truhe drin ist. Nevermind, ist vollkommen wurscht. So. Da wäre auch 500 Draht drin. Da bei dem Kabelding, das staut halt auch brutal. Yep. Weil da wäre halt 477 Draht wieder drin, gell? Der könnte halt mehr machen als er. Naja. So. Was wollte ich? Hat wir gerade Probleme im Strom? Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin gerade so weit weg, dass ich es nicht mal sehen würde, wenn wir es hätten. Weil irgendwie blinkt hier einiges ab und an mal gelb. Das ist nicht. Ja, gelb, dann könnte vielleicht eins aus sein. Wir haben ja ein paar überschüssige. Okay. Muss man nachschauen, nicht, dass eins ausgelaufen ist. Das wäre schlecht. Ja, ich guck mal gerade. So, jetzt haben wir schon mal. Das läuft bald. Zwei Fabriken, die wir jetzt hat. Die Beton für uns herstellen. Das ist schon mal gut. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch Brennstoff. Da musst du auch ein bisschen, glaube ich, mitmachen, weil zwei laufen bald aus. Und ich glaube, so viel habe ich nicht mehr auf Vorrat. Brennstoff braucht man nicht so viel, du musst da keine 200er Stacks reinhauen. Ne? Ja. Dann laufe ich jetzt auch nochmal hier rum und sammle ein bisschen mehr Blätter und Holz vor allem. So, Biomasse. Holz ist so viel effektiver. So, ja, klar. Darum würde ich gerne Kettensäge demnächst mal. Stimmt, ja, wenn du die hast, dann haben wir da zumindest kein Problem mehr. So. Pac-Man als Spiel, ist das jetzt halt auch schon wieder neu? Gibt's auch schon Pac-Man Royale? Also wir im Chat diskutieren. Es gibt hier Tetris Royale. Meine Fresse. Hallo, das ist ein Trend. Egal was du machst, es muss ein Royale jetzt sein. Ja. Meine Eier haben auch ein Royale. Also komm, spiel damit. Wie, dann überlebt aber nur eins von beiden. Reicht, ist groß genug. Ah, ich würde mir Sorgen machen. Okay. Ne, Strom läuft noch, keine Ahnung was los ist. So. Vielleicht läuft eins auf Standby, weil wir noch nicht so viel Strom verbrauchen. Das könnte sein. Das kann sein. Komme ich jetzt hier hoch? Na, ah, jetzt kommen diese Viecher bei mir. Autsch! Welche? Die mich angreifen, diese laufenden Stierhoden-Dinger da. Aha. Beste Erklärung ever. Ich weiß nicht, wie ich die Dinger beschreiben soll. Die chargen mich an und wie ein Stier und... Die den Panzer droppen. Ja.
Alter, also die leichten noch. Wieso hast du hier Mauern gebaut? Was ist denn das für ein Käse? Weil das sau cool aussieht. Alter, das ist nur nervig, dass man da nicht durchgehen kann. Nein, das ist die Tipp. Du musst da später nicht reingehen. Das ist der Sinn. Das wird eine geschlossene Fabrik. Ich baue das hin cool, okay? Ja, ja. Mhm. Ey, der Mond. Nice. Das schaut gerade echt geil aus. Ed Yukai, wen findest du besser? Den Typen mit 800 Videos und 1000 Abonnenten, also Yukai, oder den Typen mit 2700 Videos und 3,1k Abos, Trollo? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Yukai so viel besser ist als dieser andere komische Streamer. Ja. Findest du auch, oder? Auf jeden Fall. Gut, okay. Der eine hat halt dreimal mehr am Abonnenten. Das ist sicher, weil er total ätzend ist. Richtig. Ja. Da sind wir einverstanden. Sind wir mit Trollo, der zufällig denselben Namen hat. Nee, das bin nicht ich. Achso, der andere Trollo. Der andere Trollo. Gibt mehrere davon. Dieser Lex. Da über mir ist schon wieder so ein Brutlord. Hoffentlich bewirft er dich. Ich habe noch nie so einen von unten angeguckt. Schaut echt hübsch aus. Das gefällt dir, ne? Also, hübsch haben sie das Game auf jeden Fall gemacht. Das muss man ja echt lassen. So, dann habe ich jetzt nochmal 50 Biobrennstoff und nochmal ein Stack Biomasse. Fülle ich das jetzt nochmal auf und gib mal das ganze Beton auch in die Truhe. Dann können wir mal schauen, wie viel wir dann schon zusammen haben. Alter Schwede, ey. Ich lauf hier gerade so ein bisschen planlos gerade rum. Ah, nice. Du arbeitest also nicht. Nee, ich wollte was machen, aber hab's mir anders überlegt. Ich habe auch schon lange keine Tiere mehr gesehen. Ich habe schon lange keine Tiere mehr gesehen. Ich glaube, die meiden mich. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich auch nicht. Bin eigentlich ein ganz netter Kerl. Dann solltest du aber umso mehr danach sein, dass wir den Weltraumlift bekommen, weil dann bekommst du eine bessere Waffe. Oh. Auf Tier 3. Ach so, das ist voll. Hä, Moment. Irgendwas läuft hier, glaube ich, gerade nicht so ganz. Wieso? Oder eins ist voll. Oh, wahrscheinlich sind die Eisenplatten unten voll, weil ich die noch nicht irgendwo zwischenlager. Das könnte sein. Deswegen ist da auch irgendwas gelb gewesen. Ich verstehe, jetzt macht alles Sinn. So, 250 Platten brauchen wir, ne? Ey, da ist S.A.M.Erz rein. Was ist das? Sam-Erz. Bau mal eins auf alle Fälle ab. Das ist immer gut, weil dann bekommen wir neue Forschungen davon. Ernsthaft, was ist das? Keine Ahnung. Sam-Erz. 6 Stück habe ich abgebaut. Jo, vielleicht kannst du jetzt das erforschen. Ich muss selber jetzt halt mal schauen, weil ich kenne die ganzen Erze noch nicht. Davon kann man sich teils coole Sachen aber basteln. Nee, noch haben wir keine Forschung davon. The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that functions with current fix-it technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Tier 1. Wir haben einen Blueprint freigeschaltet damit. Irgendwas mit Energie, glaube ich, war es, wenn ich das gerade richtig gesehen. Nee, das war die Slug, Entschuldigung. Ich war gerade beim Forschen, weil ich schauen wollte. Das war die Schnecke, das können wir ab jetzt halt auch erforschen. Oh, jetzt habe ich keine Eisenstangen mit. Alter Schwede. Das ist blöd. Ey, ich hab die Befürchtung, ich finde das hier nie wieder. Kannst du mir mal Eisenstangen bringen? Du bist doch Kilometer weg. So weit bin ich nicht. Ich sehe deine Fabrik von da. Dann findest du doch auch wieder her. Du brauchst ja sogar Stangen, damit du die Dinge ins Bauen kannst. Die Werkbank bauen kann, ja. Ah. Na gut. Sonst würde ich das schon machen. Nee, ich komm schon vorbei. Und hier ist. Was ist das denn? Mercer Sphere. Eine Sphäre. Das sind diese Dinge, genau. Die kannst du später irgendwann mal erforschen. Da steht auch WIP, also Work in Progress. Das weiß man noch nicht, was die jetzt bringen. Also das Sam-Ding hat aber keinen Work in Progress. Mhm. Das sind verschiedene Arten von Erzen. Ich hab schaltest du nach und nach schaltest du neue Erze auch frei, so Special-Dinge. Ja, das ist nice. Ah, da bist du. Jo, Moment, ich drop dir mal einen Stack, ne? Cool. So, das müsste reichen wieder. Mille grazie. Ach, das ist aber noch gar keine Mine, glaube ich. Das ist wirklich nur ein so ein Kristall. Doch, da kann ich eine Mine draufsetzen. Ach so. Ja, habe ich gerade vor. Aber wir wissen ja noch nicht mal, was wir damit machen können. Ist doch egal. Abbauen. Ah, was?
Was? Du nicht genügend Freiraum, du kannst einen Ressourcenextraktor nicht auf einen Ressourcenvorkommen platzieren, er benötigt einen Ressourcenknoten. Was? Das ist kein, ja, das ist kein Knoten, das ist nur so ein Stein, der irgendwann kaputt geht. Ah. Da, genau. Das ist auch schon mal ein guter Anfang, weil vielleicht können wir jetzt dann später danach scannen oder sowas. Ja, kann ich. Im Scanner habe ich es nämlich nicht drin. Habe ich schon nachgeguckt. Habe ich es vielleicht in meinem anderen Gerät drin? Ich glaube einfach, wir sind noch zu low level. Wahrscheinlich erst mit der nächsten Ebene werden wir das unlocken. Das könnte sein. Evoli kann ich später mal machen, das. So. Die Einleitung. Oder das erklären. Okay, danke für die Stangen auf jeden Fall. Jo, gerne. Ich gebe dir doch immer mein Rohr. Ja, ich finde das immer sehr toll, dein Rohr mal ganz kräftig in Stückchen in meine Tasche zu stecken. Das war erst gut und dann musstest du es kaputt machen, diesen schönen Moment. Diesen schönen Moment. Da hatten wir einen gemeinsamen schönen Moment. Boah, ich immer kurz zwei Lager. Du bist auch so ein auch klassischer. Wie viel Beton haben wir denn schon in der anderen Factory? Haben wir denn genug oder? Ich werde mal wieder von so einem scheiß Viech angepimmelt. Verdient. Du hast wahrscheinlich seine ganze Familie, seine ganze Ahnenreihe hast du wahrscheinlich schon ausgelöscht. Kann sein. Und ich werde auch ihn töten. Ich habe ihn getötet. Siehst du? Und du wunderst dich, dass es dich hasst? Nö, wundere ich mich nicht. Gut. Eisenerz rein habe ich gefunden. Ah, cool. Wieder nur so ein Knoten. Noch ein Eisenerz rein. Rein ist aber, du musst immer schauen, ob das auf dem Boden liegt oder ob das so ein Kristall darauf ist. Ja, so da ist ein Kristall drauf. Die Kristalle sind immer rein. Der Boden ist interessant, was da steht. Impure. Okay, das ist das Schlechteste. Yep, Impure. Na, rate mal, was der letzte auch noch hat. Auch Impure. So schaut's aus. Nice. Bleib hier, damit ich dich töten kann, du Drecksviech. Ich wüsste jetzt wirklich gern, was wir aus diesem Sammax machen können. Seltenes Alien-Metall, das vor neuen Möglichkeiten strahlt, was? Es strahlt. Ich möchte das nicht mehr in meiner Tasche haben. Bei deinen kleinen, runzligen Kinderklöten, da kann man auch ein bisschen was Strahlendes hin tun. Aber wir könnten es leider dann noch nicht. Ja, dann werden die groß und leuchten in verschiedenen Farben. Die gefällt es generell, wenn einfach irgendwas leuchtet. Kann das sein? Ja. Also komm, das ist doch ein Bonusfaktor. Kannst du einer Frau hingehen? Hey, meine Balls leuchten. Ja, das finden die sicher total toll. Das wirkt gar nicht abschreckend. Okay, hier sehe ich gerade was ganz Komisches. Boah, okay. Da würde ich so gern hingehen, aber ich habe da die Befürchtung, ich bin danach tot. Habe ich irgendwas Wichtiges? Ich glaube, wenn du stirbst, verlierst du. Nee, Moment, dann hast du eine Truhe, wo dein Inventory drin ist. Also von dem her. Ach komm, scheiß drauf, YOLO. Oh, ich glaube, wir haben genug Materialien für den Weltraumlift. Da musst du aber dabei sein, wenn ich den baue. Ach, ja, da will ich auf jeden Fall dabei sein. Hier ist Giftgas. Ah, ja, die Dinger, die töten mich. Also wenn wir genug Draht haben, dann haben wir, glaube ich, genug. Toll, ich bin tot. Fuck. Das war mitten im Giftgas. Nee, ja, da wirst du da auch nicht so leicht hinkommen. Nee. Wieso bist du eigentlich weitergegangen, wo du schon gemerkt hast, ja, weil es keinen Weg zurück gab. Ach so. Ich muss in eine Klippe runterspringen. Ja klar, mein ganzer Stuff ist kaputt. Wo bist denn? In der Base gerade. Wir brauchen noch ein paar Drähte, dann kannst du schon mal hier in der Box alles entnehmen, was du für den Lift brauchst. Ich schau noch, dass denn das war, dann darfst du den sogar bauen. Wow. Okay, Draht brauchen wir. Ich arbeite dafür, dass dieses Wow müsste viel, viel wow, ernsthaft sein. Das ist unglaublich. Lass jetzt ein Like da, wenn du es auch unglaublich findest. Wenn du das auch geil findest, dann schreib jetzt einen Kommentar. Rohre brauchen wir auf jeden Fall noch. Rohre? Was? Noch mehr Rohre? Wie ja, viel? Wir haben 200 nur. Ach, 400? Ja. Dann lauf du mal runter zu der ersten Fabrik. Ja. Und ich lauf zu der. Ne, Moment, das sind beide Fabriken da zu viel. Ja. Schauen wir mal, wie viel wir haben. 87 und 88, okay, also dürfte fast reichen dann. So. So.
Jetzt brauche ich noch 21. Wie kannst du schnell... Brauchst du noch Drähte? Drähte brauchen noch 500. Okay, passt. Die liegen jetzt auch in der Box. Wie viele Drähte... warte, dann kriegst du hier noch Rohre. Dann sind in der Box jetzt halt die Drähte und die Rohre. Noch 12 Rohre brauche ich. Alles in der Box. Und 100 Beton. Oh, das ist nicht in der Box. Dann hole ich das mal wieder ab. Schauen wir mal, wie viel wir schon haben. Schaust du bei dem da nach, wie viel wir haben? Da, wo ich jetzt gerade davor hinlauf. Was meine ich? 24, ich wow. Okay. 25. Passt, ich schau mal bei dem anderen, wie viel wir haben. Okay, wo ist wie der andere? Wie viel fehlt dir noch? Nee, ich bin schon am Hinlaufen, passt schon. Boah, 75. 75, vielleicht müssen wir noch kurz per Hand das ein bisschen beschleunigen. Bei Drähte und Rohre haben wir dann schon. Weil der sieht echt cool aus. Der Lift? Hier haben wir 43, 44 habe ich jetzt. Problem ist, ich habe hier nirgends irgendwo das Steinzeug gesteckt. Ja, muss ich es erstmal abbauen per Hand, oder? Ja, ja. Ist das bei dir bei Kalkstein impure oder ist das normal? Impure. Ja, bei mir auch. Es gibt dann so wenig. Eins. Ja, das heißt, du musst dreimal abbauen. Aber nicht vergessen, in der Zeit arbeitet das Ding ja auch parallel weiter. Ja, eben. Ich habe jetzt 48, ich habe jetzt 53. Wie viel braucht man denn für einen Beton? Drei. Drei. Also das heißt, vier hätte ich schon mal. Fünf. Sechs. Im Lager sind schon wieder 12. Wie viel hast du in der Tasche? 65. Ich habe jetzt 65, haben wir jetzt 66 haben wir hier. Ich glaube, das sollte reichen. Warte, ich baue auch noch schnell welche. 75 brauche ich nämlich. Ah, ja, das reicht ja locker. Also hier sind jetzt 67 drin. Wo bist du denn? 68, hier. Direkt vor dir. Ah. Ich glaube, das reicht tatsächlich. Ich glaube, 67 brauche ich. Das 69. Ja, hab's. Sogar zwei okay. Zu viel. Dann nochmal in die Base. Noch 12 Stangen, gell, und... Genau. 500 Draht. Ist alles schon in der Base. Nein. Und den werden wir relativ weit wegbauen von der Base, weil der ist so riesig, wenn du irgendwann mal was abreißen willst. Okay. Hast du immer das Problem, dass du sonst aus Versehen den abreißt. Hast du alles? Draht, da ist er. Jo, jetzt habe ich alles. Okay. Kannst schon mal Q drücken, dann siehst du mal, wie fett das Ding ist. Also schon mal, wie wenn du es platzieren wollen würdest. Holy moly. Mhm. Ich würde sagen, hier wirklich irgendwo, hier unten, wenn es geht. Also einfach einen freien Platz suchen und... So, und jetzt hat die Animation, wenn es zusammengebaut wird, ist so geil, nach oben und die Warnung. Alter Schwede. Ja, irgendwo müssen ja die Materialien hingehen, ne? Ey... Da fliegen tatsächlich sogar die einzelnen Kupferdrähte und alles. Holy moly. Und jetzt hat, warte. Ach, da oben im Orbit. Schauen? Geil. Ja. Und da kommt jetzt das Ding runter. Ja, geil. Zack, und da willst du dann sofort wegen der Low Gravity willst du nach oben. Das ist so geil gemacht irgendwie. Ist und ja da geil. Da hacken sich jetzt die ein. Ja, das ist echt nice. Also optisch finde ich das Ding auf schon Hammer. Auf jeden Fall. Richtig geil gemacht. Und hier kannst du jetzt nachschauen, was wir dann für die Stufen 3 und 4 brauchen. Weil das ist dann, sind dann so die nächsten Ziele. Weil damit schaltest du dann neue Ebenen frei, wo du forschen kannst. Okay. Ja, gefällt mir das Ding. Das sieht echt geil aus. Absolut. Ich würde aber fast tatsächlich noch mal gucken, ob ich an meine Kiste noch dran komme. Jo. Wo bist denn du? Du bist doch noch hier. Warte mal, bleib mal hier, bleib mal hier. Ich droppe mal nicht alles, was ich habe. Ah, okay, ja. Wenn du genug Leben hast, nimm ein paar Pedobären mit. Dann kannst du, während du Schaden bekommst, die essen. Dein Zeug looten und weglaufen. Ja, hatte ich vor. Passt. Ich hatte sie vorher nur nicht in der Hand. Ich habe das zu spät realisiert. Ah. Weil mein Scan und der ganze Scheiß ist nämlich dort. Den hätte ich schon gern wieder. Ja, der war auch teuer. Und auch das Game erinnert dich an Ark. Finde ich eigentlich weniger. Die Sounds, Fun Fact, sind tatsächlich von Ark.
Echt? Die in der Schmiede, dieses Kling, Kling, Kling. Kling, Kling, Kling. Ah, okay. Ja, dann bist du wieder gesund? Nee, noch nicht so hundertprozentig. Aber ist es schon okay. Irgendwas ist gerade ausgegangen. Ja, unser Strom. Wahrscheinlich hat es irgendwie zwei Dinger noch zerlegt, weil ich auch nicht mehr viel auf Lager hatte. Fun Fact, normalerweise sind diese Pedobären ja relativ überall. Ja, aber du brauchst sie jetzt, das ist das Problem. Genau. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Der ist leer. Ey, was haben wir für einen Stromverbrauch, dass das alles zusammenbricht in dem Moment, wo zwei Dinger hier leer sind, ey. Ja, einen relativ hohen, würde ich sagen. Ja. Apropos. Energie. Ne, immer noch nur den Biomassebrenner. Wir brauchen da endlich mal irgendwas, mit dem wir die Umwelt kaputt machen können. Ja, ja, ab Stufe 3, 4 können wir Stahl- und Kohlekraftwerke bauen. Das ist die Zukunft. Wenn ich jetzt sterbe. Ja. Verliere ich dann die alte Kiste? Ich habe keine Ahnung, ich bin noch nie gestorben in diesem Spiel. So. Da hinten ist meine Kiste, okay. Laufen die jetzt wieder alle? Ja. Okay, da komme ich tatsächlich an meine Kiste hin. Och, ist das eine Arschloch-Gegend. Warum? Weil hier Giftgas ist, Todesviecher. Das machst du auch schon da hinten, ne? Ja. Mei, im Worst Case baust du halt deine Ressourcen nochmal neu ab. Es ist jetzt nicht die Welt, was da kaputt ist. Natürlich nicht. Trotzdem ätzend. Das, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da wieder hochkomme. Ey, so eine Kacke. Dann bleibt halt die Box da erstmal liegen, bis wir sie in 100 Jahren mal retten können. Ja, ich hätte sie aber gerne jetzt. Ja, das ist immer das Problem mit deiner Generation. Die wollen alles jetzt sofort. Nein, das ist deine Generation. Verdammt. Und ich kann nicht mal komplett widersprechen. Und mich jagt jetzt so ein Drecksviech und ich habe keinen Dildo. Oh, der liegt auch noch da. Ja. Oh. Geil. Das ist natürlich Das super. Ist richtig, richtig geil. Jetzt will ich auch nochmal so eine grüne Powerschnecke. Ich habe halt leider selber gerade gar keine Leben, dass ich dir helfen könnte. Ich bin die ganze Zeit schon fast tot. Alter, wo ist es denn gewesen? So. Jetzt laufen nämlich die ganzen Rohre hier zusammen und dann da rein. Cool, oder? Hier irgendwo. Ich laufe mal in deine Richtung. Mich interessiert, wo du gestorben bist. Okay, da muss ich hin. Alles klar. Ah, da ist schon mal Giftnebel hier. Oh, ich muss da jetzt... Okay, dann nehmen wir halt den Weg. Brechen uns die Knie. Wieso auch nicht. Das Problem ist, ich habe auch gerade nicht so viele Beeren, dass ich sage, okay. Nüsse gehen auch, ne? Die heilen wenigstens ein bisschen was. Ja. Aber auch nicht viel. Ja, das Problem ist, ich habe nur einen Pedobär. Au. Oh. Und hier geht's echt tief runter, Alter. Richtig, richtig tief. Du könntest dich mit Rampen runterbauen, wenn das noch nicht im Gift ist. Doch, ist im Gift. Ja, das ist dann richtig schlecht, weil das dauert ein bisschen, bis du die Rampen gebaut hast und alles richtig positioniert hast. So, ich gucke jetzt mal, ob ich noch irgendwo schnell auf die Schnelle ein paar Pedobären finde. Ich laufe auch gerade so halbwegs in deine Richtung. Ah, da waren noch drei Pedobären. Jetzt bin ich wenigstens wieder auf 100 Leben. Oh, nice. Ah, Pedobär. Oh, drei Pedobären. Tief runter. Ah, ich sehe wahrscheinlich grob, wo du bist. Uiuiui. So, das versuche ich jetzt noch schnell, das Ding zu holen. Und wenn nicht, dann war es das eh heute, weil schon ganz schön spät. Jo. Stört sich eigentlich, wenn ich noch ein bisschen weitermache? Also ich baue nichts Großes, sondern ich verschönere nur die Fabrik und alles. Kannst du schon machen. Okay. Dann will ich noch ein bisschen hier weiter zocken. Aber ich mache keine von den großen Forschungen.
Das passt. Machen wir schön zusammen. Okay, jetzt versuche ich das jetzt mal. Also, Glück wünschen. Ja, aber wenn du hier runterspringst. Ja, da hinten gibt's. Da hinten gibt's einen Weg. Ah. Du bist sowas von tot, wenn du da runter gehst, glaube ich. Das sieht mir echt nicht nach einem beginnerfreundlichen Gebiet aus, wo Nein. du gerade bist. Oh. Riesige Felsen dahinter, ich will da hin. Ah, Moment, könnte ich hier vielleicht... Oh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Echt? Ja. Nice. Ich hab keinen Beton dabei. Das ärgert mich gerade so hart. Ja, jetzt werde ich hier von diesem Drecksviech hier grad. Oh, ja, warte, ich bin auch gerade da. Bin direkt hinter dir. Und wir haben nur noch zwei Leben. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Hinter dir ist auch einer. Oh Gott, da kommt noch eins, ja. Aufpassen, dass ich nicht dich grill. Nice. Hast du das? Perfekt. Jo. Panzer mitgenommen? Ja, habe ich. Nice. Ich wollte üben auf die ganz andere... Hast du zufällig Kalkstein? Ich Oder hab Beton. Ich habe 69. Ja. Oh, saugeil. Dankeschön. Was machst du damit? Ich will auf diese fliegende Insel rüber kurz bauen, weil das sieht aus, als gäbe was Interessantes. Wo bist du denn? Hier. Ey, wie geil, dass ich mein Zeug wieder hab. Das ist schon mal cool, aber man läuft nicht in Giftgebiete rein. Ich wusste nicht, dass das Giftgebiet ist. Weil es die, leuchtet grün. Ja, und die grüne Schnecke hat auch so einen grünen Schimmer. Das stimmt. Ah, da ist ja noch so ein Viech. Ja. Gibt's eigentlich dafür einen Quick? Für die Waffe? Ja. Nicht, dass ich wüsste. So, weil mir alles andere zu teuer ist, baue ich jetzt einfach hier... Ein Förderband drüber. Ja, genau. Wenn ich... Ach so. Und dann ist das Förderband quasi meine Brücke, weil günstiger ist, das geht nicht. Und wir sind beide tot, oder? Ja, ich erwarte auch eigentlich gerade darauf. Ey, das war irgendwo... Ey, schau mal, das ist so ein Schnabeltier, das habe ich das letzte Mal getötet. Wo? Schnabeltier? Oh, ist das süß! Und du kommst und das haut ab. Es war klar. Ja, es mag mich eigentlich. Ich dachte, es leuchtet von allein von der Klippe, weil es keinen Bock. Nein, töte es nicht! Nein! Oh nein! So, Schnabelwatschel. Ach, Schnabelwatschel. So. Oh. Gut. Ey, warte, ey, da hinten ist ein großes Tier. Schau dir das mal an. Wow, was ist das denn? Wo bist du denn? Alter, was ist das für ein Viech? Geh weg davon. Das sieht nicht aus, als könnten wir es... Nein. Du hast doch jetzt schon keine Leben. Geh doch nicht hin. Trollolex has been slain. Oh Gott, was... Das macht ja sogar richtige Attacken. Ja, das hat mir auch gleich gekillt. Ey, hier ist ein leuchtender Achtung. Kristall. Ja, es ist runtergefallen. Wow. Nee, ist es gar nicht. Ich hab's getötet, getötet. Tatsache, drei Alien-Panzer droppt das direkt. Toll. Und was ist das hier? Das gelbe ist Elektroschnecke. Doch, das ist die gelbe Elektroschnecke. Kenn ich nicht. Die wusste ich nicht, dass es gibt. Hab ich. Okay, ja, damit... Nach Hause damit dürfte für dich geil werden. Damit gehe ich jetzt noch schnell nach Hause. Jo. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas Bieriges in der Tasche hab. Ja, hier ein paar Nüsse. Ich kann dir auch noch mal welche droppen, wenn du fast tot bist. Ja, oder? Gib mir mal ein paar. Eine. Damit ja, ich... eine. Okay, wo bist denn du? Ich seh dich ja. nicht. Ich spring grad. Wo bist du denn? Hallo? Hier? Direkt vor dir. Nein. Andere, du siehst mich doch auf der Minimap, oder? Ah, jetzt sehe ich. Ja, auf der Minimap habe ich dich gesehen, aber... Ach so. Ich habe dich nicht gesehen. Alle sind jetzt wütend auf dich, weil du Schnabelwatschel getötet hast. Ich habe gestern schon eins getötet, daher... beim letzten Mal, daher... Kann ich damit leben. So, ich will jetzt eigentlich hier runter, weil irgendwie diese fetten Wo ist denn die Scheiß... Ach, da Katerium-Erz. Was? Hier ist Katerium-Erz. Ja, nice. Ich wusste doch, dass das cool aussieht hier. So, ich bring jetzt noch schnell die scheiß Elektroschnecke nach Hause, weil ich mache hier schon wieder massiv Überlänge. Also, wenn euch das gefällt, dann hier einfach mal ein Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut noch bei Yuka mal vorbei, lasst auch mal ein Like und ein Abo da, der freut sich auch. Der freut sich immer. Da geht's eben feucht das Höschen hoch.
Bei jedem Abo. Auf jeden. Bei jedem Einzelnen. Und jedes Mal ruft er mich an. Trollo, Trollo, ich bin, hab wieder feucht im Höschen. Und ich hab wieder einen Abonnenten mehr. So. Ah. Ey, der Lift ist aber echt sick. Aber es ist ein guter Waypoint. Ja, also man findet die Base jetzt eigentlich von überall. Ja. Also von wirklich überall wahrscheinlich. Aber halt. Okay, hier direkt neben unserer Base ist ja auch Giftgas, hast du gesehen? Ja. Kann man das irgendwie wegmachen? Ich wüsste auch, genau das wollte ich gerade fragen, ob man das irgendwie wegbekommt später. Also und ich habe das große Viech geschlachtet im Übrigen. Ich bin der Schlechter. Das warst du davor schon, so viele, wie du getötet hast. Ja, bei so eins habe ich noch nicht getötet. Und das nur mit meinem Elektro-Dildo, ja? Ein E-Dildo. Mit dem Stufe 1, du bekommst den ja später im Besser. Eben, ein Stufe 1 E-Dildo. Also da sagt's nichts mehr. Nee. Und jetzt hau ich noch schnell die Forschung. Ey, können wir jetzt an den schmelzen? Ey, gelbe Elektroschnecke, ich hau die jetzt da rein. Zum Forschen. Also ich kann und das Katerium-Erz, das kann man auch jetzt forschen übrigens. Was? Mit dem kann man forschen? Ja. Oh, das ist geil. Mit dem Sam-Erz noch nicht. Ich habe die Elektroschnecke jetzt da reingepackt, gell? Jo. So, aber meine Freunde, ich bin jetzt mal kurz am Muten von Yukai. Yukai, wir sehen uns gleich nochmal ganz kurz. Jo, alles klar. So, meine Freunde, damit sind wir am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.